Military Tanks, Runde 3. Crab Panhard. Kenne ich noch aus dem War Thunder. Da war der eigentlich relativ witzig. Tja, so sieht er aus. Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Das ist eine Tarnung, die ich mir geholt habe, weil die nicht relativ teuer sind. Ich habe, glaube ich, in dem letzten Video schon erwähnt, die kosten, also für die Fahrzeuge, irgendwas zwischen 1 bis 3 Gold, halten 4 Stunden. Übrigens so lange wie mein Premium-Konto jetzt noch, ne? Wenn es danach ausläuft, dann wird es wieder richtig Heavy Metal. Dann wird es schwierig, weil das Grinden hier ist wirklich hart. Ja, selbst mit dem Premium-Konto, den hier hatte ich mir nicht gekauft, das hatte ich geschenkt bekommen gehabt am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen hier. Ich glaube nach 5 Runden oder 10 Runden, ich weiß es nicht mehr. War ein bisschen heavy, aber es ist wie es ist. So, die Verbesserung kosten hier wirklich unheimlich viel Kohle. Ist so barbarisch teuer. Was soll ich sagen? Du musst halt wirklich viel, viel fahren. Und zwar immer die gleichen Fahrzeuge, um halt wirklich die nächste Kohle zusammen zu raufen. Um entweder, du musst dir überlegen, willst du das neue Fahrzeug haben oder willst du deine bisherigen Fahrzeuge verbessern? Ja. Ich weiß nicht, ich habe schon Millionen an Silber ausgegeben, einfach um die drei Klapperdinger, die ich jetzt habe, aufzubessern. Und jetzt kommt's. Ich habe die nicht mehr vollständig aufgebessert, denn was ich außen vor gelassen habe, war Ketten und Antrieb oder so. Hat mich nicht interessiert. Ich habe vornehmlich, ach ja, den Motor hier, genau. Vornehmlich habe ich geforscht, ja, Bewaffnung, Nachladezeit und Panzerung. Das war das. Das ist schon so unheimlich teuer, ist Wahnsinn. Und das nächste ist natürlich auch, während mir es noch verhältnismäßig Spaß macht, ist es so natürlich, dass auch ein bisschen langweilig wird. Ich glaube, dann nach einer Stunde fängt man schon an, ein bisschen zu gähnen. Weil du halt immer die gleichen Karten hast und im Prinzip weißt du ja schon, es ändert sich nicht viel hier. Du fährst halt da und da hin und dann greifst du halt da und da an und wenn du Pech hast, kommt direkt ein Gegner vor dir, wie er hier zum Beispiel. Jo, Motherfucker, was geht? Und ich versuche den anderen mal vorzulassen, weil ich glaube, ich hab's hier nicht so gut. Ja, mal gucken, was ich machen kann. Er hat ein bisschen geblendet, hat aber nicht gereicht. Ja, okay. Eigentlich. Warum fährt er vor? Warum fährt er mit der Krücke vor? Okay, ich versuche jetzt den hier wegzumachen. Ich wollte gerade sagen, hinter mir ist auch irgendein Bastard. Ich hasse, warum schiebt er mich? Warum schiebt er mich? Was soll er? Wir spielen zusammen, dachte ich. Oh, 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 hier wird voll. Ja, das heißt, du kannst natürlich das nächste Fahrzeug haben, aber dann wirst du nicht viel aufwerten können, ja? Vielleicht 2, 3 Stufen. Ja, um ein bisschen mehr Schaden zu machen und dann fehlt einfach die Kohle. Also es ist schon wirklich heavy hier. Die Bewertung ist eigentlich relativ gut, aber andere sagen halt auch, das ist wirklich ein Grindfest ohne Ende. Ne? Und irgendwann hast du einfach nicht genug Kohle, um großartig weiter aufzuwerten. Du Arschloch, warum blockierst du mich hier, Bastard? Und die Runden sind länger geworden, ist mir auch schon aufgefallen. Also manche, ich habe hier Runden gehabt, die, wie lange ist die Zeit? Ja, die liefen halt wirklich eigentlich die komplette Zeit. Haben wir noch Punkt gewonnen. Oder wirklich der letzte ist eigentlich. Ja, war der letzte. Das habe ich mir auch gemacht. Ich habe da auch gemacht. Eine Runde. Ich war der letzte. Genau dieselbe Karte und ich war komplett im Kreis. Irgendwann haben sie mich natürlich erwischt, ne, weil einer ein bisschen Gehirn benutzt hat und dann mich irgendwo abgefangen hatte. Scheiße. Ich kill hier gar nichts, weil die mir alles vorher wegkillen. Ah ja, oh, hat auch einer geschrieben. Habe ich in Bewertung gesehen. Komm, stirb. Es heißt, es ist ein Teamspiel, aber ich gibt nur KSer. Das glaube ich, habe ich glaube ich letztens schon mal erwähnt. Und ich denke, Alter, KS gibt es hier im eigentlichen Sinne nicht, denn du kriegst ja nicht Punkte durch Kills. Ja, ich habe teilweise 9 Kills und bin, habe ich auch schon gehabt, auf dem 3. Platz gewesen mit 9 Kills. Ja, und hatte die meisten Kills. Einfach nur, wenn du natürlich auf jemanden schießt, der schon fast tot ist, ja, dann ist das nicht dein Kill. Mittlerweile sehe ich die Sachen ein bisschen anders hier. Wenn ich Punkte durch Schaden kriege, also dadurch, dass ich kämpfe, wirklich Aktionen mache, ja, auch irgendwas erobern oder so. Wenn ich dadurch die Punkte kriege, einfach weil meine Leistung, ich sag mal, belohnt wird, ja, dann sind mir die Kills egal. Und das habe ich hier halt auch häufig. Nämlich, dass ich mit der Krücke noch unterwegs bin. Aber ich sehe gerade, mir geht die Munition aus. Das habe ich in letzter Zeit häufig gehabt. Gerade bei den längeren Gefechten. Mir geht die scheiß Muni aus. Und ich kann sie nicht nach. Ich kann sie nirgendwo aufwerten. Also aufladen. Oh, vielleicht schaffe ich den noch. Scheiße. Ach, aber das war nicht durch mich. Durch mich. Das war noch mein Kill. Die Punkte, wie ihr seht oben, das sind glaube ich die, so wie ich das jetzt verstanden habe, so läuft es meistens bei den Spielen von X-Devs hier. Die Punkte sind die Schüsse, die man abgeht auf den Gegner, also die Treffer, die man auf den Gegner macht, ne?
Das ist jetzt nicht so einfach reines Punktezählen, weil man irgendwas erobert hat, sondern tatsächlich die Schüsse, die man auf den Gegner abgibt, sind die Punkte hier. Dieses Gebiet erobern ist mehr eine Verstärkung. Das zählt die Punkte nicht schneller, aber ich glaube, die Gegner, ja, je nachdem, was man für ein Spiel spielt, entweder die Kollegen sind dann schneller unterwegs und laden schneller nach, was natürlich auch hilfreich ist, oder der Schaden wird um 30% erhöht, das hatte ich bei einem von diesen Schiffsspielen, die sie da hatten. Und, ja, wie gesagt, du kannst die Munition nicht nachladen, was verhältnismäßig realistisch ist, weil es ist ein Schlachtfeld hier. Das muss man denen ja mal zugute halten, anders als hier bei War Thunder, wo du einfach irgendwie zu deiner Basis fährst und dann nachladen kannst. Das gibt's hier nicht. Ne? Weil, wie gesagt, Schlachtfeld. Du kannst dich einfach irgendwo hier... Gerade bei der Geschwindigkeit, die sich wieder am Tag legt. Wir haben es ja wirklich mit World of Tank Blitz, also ein Abklatsch vom World of Tank Blitz. Kann sein, hab nie World Blitz gespielt. Wie war der denn da? Ja, der Realismus, Realismus, ich sag ja, davon rede ich ja die ganze Zeit. Jetzt geht's ab hier. Wieso schieße ich auf den? Ich dachte mir gerade, hinter mir ist doch noch einer. Schon wieder, Alter. Oh, das war's. Mein Fehler, ich hätte den direkt neben mir. Keine Ahnung. Ich habe das letztes auch gehabt. Wo einer, den hätte er zweimal noch beschießen müssen. Dann wäre er weg gewesen. Aber nein, er nimmt lieber den, der volles Leben hat. Jetzt gerade sind wir gleich auf. Jetzt haben die Map. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ich befürchte, die werden gewinnen. Ja, sie machen auf jeden Fall mehr Schaden jetzt. Wir haben auch. Ja, logischerweise. Die haben einfach noch mehr Einheiten. Warte mal, ich sehe den da hier. Ja, jetzt wird man ein bisschen. Ich muss meinen Kollegen helfen. Sorry, ey. Eigentlich bringt das überhaupt nichts. Ist das scheißegal. Hier ist noch einer irgendwo. Ich krieg in die Fresse. Ich weiß nicht von wo. Ich versuche den hier. Ein Kill will ich noch mitnehmen. Einfach der Punkte wegen. Schaffe ich den noch? Ah, nehme ich den hier? Scheiße. Ja, da war die Auswahl zu groß. Okay, das war's, ne? Ne, ich habe noch einen Kollegen. Er traut sich nicht. Er traut sich nicht. Ich kann's verstehen, was willst du machen? Du weißt ganz genau, du kannst nichts machen. Es sei denn, die fahren jetzt einzeln vor. Wenn die fast Toten jetzt vorfahren würden, aber nee. Natürlich, der mit dem meisten Leben fährt zuerst vor. Schieb den an, ja, schieb ihn an, Bro. Aber guck mal, jetzt hat er sich auch den Fallschirm eigentlich ausgesucht. Der hätte den leichten Panzerlein nehmen können, die BMP-2. Hätte zumindest noch einen Kill gemacht. Gut, haben wir zwei Kills. Ja, Schaden ist relativ moderat. Die Dinger, diese gepanzerten Fahrzeuge hier, die machen ja noch nicht so viel Schaden, muss man dazu sagen, ne? Ja, ob da die Kohle kommt rein, ne? Sag ich mal. Ich glaube, ich werde hier übrigens auch, ein bisschen Kohle gewinnen durch diese Turnier. Hier laufen ja immer die Turniere. Ich glaube, nach Ablauf des Turniers, ich weiß nicht, ob gleich wieder ein neues anfängt oder ob dazwischen eine Wartezeit von ein paar Stunden ist. Ich glaube, dieses Turnier, also eins werde ich gewinnen, und zwar regional. Ich habe, bevor ich das jetzt hier gemacht habe, gesehen, ich bin nur ein paar Punkte entfernt, um regional auf dem ersten Platz zu landen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, 82 Punkte oder so. Das sind so zwei Fahrten, vielleicht drei Fahrten. Solange der andere jetzt auch nicht weitermacht, kann ich halt mitgewinnen. Ja, übrigens, ihr seht, wir machen noch eine Runde. Ja, mal gucken, ob die jetzt besser läuft oder ob schon wieder dieselbe Karte kommt. Ah, andere Karte, okay, immerhin. Es gibt ja nur drei hier. Es gibt dieses Eisgebiet, dann gibt es so einen Kack mit Lava irgendwas und dann gibt es halt diese Stadt hier. Also mehr habe ich bisher noch nicht gesehen. Gut, jetzt könnte man sagen, klar, Spiel ist nagelneu. Aber man könnte natürlich auch sagen, hey, ihr hättet euch ja die Zeit, im Köln mal 5 oder 6 Karten fertig zu machen. Zumal die ja nicht sonderlich groß sind, damit die Leute ein bisschen was zu tun haben. Naja, egal, wie auch immer, es ist wie es ist. Tequila, Bro. Ich kann es mal ein bisschen kyrillisch lesen, aber jetzt so schnell. Ich muss das immer. Wie soll ich sagen? Übersetzen. Ich muss die Buchstaben eine längere Zeit sehen und irgendwann kommt es. Ah, das war ein L. Ich weiß, das war aussieht wie ein umgedrehtes N, war ein L, wie bei Lenin. Ne? Das habe ich mir noch halbwegs gemerkt. Ich hatte mal ein bisschen Russisch in der Schule. Ja, nur ein paar Wochen. Da haben die mich rausgeschmissen, dann sollte ich mir einen anderen Kurs suchen. Ich glaube, da war ich, glaube ich, noch eine Woche Französisch. Da haben die auch rausgeschmissen, da habe ich Englisch genommen, weil das konnte ich sowieso ganz gut. I think, it's, you can hear this, that I can English gut. Ja. So, ich lasse den Kollegen mal vorfahren hier. King XXXL. Nicht nur XXL, nein, Triple XL. 1, 2, 3, 1.
Ein Name wie aus der Bibel. Warum ich jetzt hier warte ist, ich habe letztens gesehen, dass einer genau so gefahren und dann hat er von da irgendwo geschossen und dann konnte ich die Gegner besser sehen. Und letztens hatte ich auch gehabt, das ist aber wahrscheinlich eher ein Zufall gewesen, genau da, wo ich gerade drauf gezielt habe, auf diesen kleinen Weg, auf diese kleine Straße, von da aus haben die dann angefangen anzugreifen. Und da konnte ich relativ locker drauf schießen und da der eine Kollege noch in der Ecke stand, haben sie erstmal sich auf den konzentriert. Brücke ist meistens so, tödliche Falle. Ja, look at this hier. Scheiße. Okay, hier haben wir jetzt ein Phänomen. Entweder kann er mich nicht angreifen. Jetzt schießt er und er trifft die... Aufgrund der Wölbung. Glaube ich, sieht er zwar, dass ich da bin, aber er kann mich nicht anvisieren. Beziehungsweise hat so wenig Schussfeld. Und ist gleich weg hier. Auch gut. Alter, du rammst jetzt nicht hier, ne, bruh? Jetzt hat der... Oh, KS hier. Ah, gleich aufs Team schreiben. Guck mal, ich fahre jetzt hin und her hier, wie ihr seht, in der Hoffnung, dass der Typ mich nicht angreift oder mich aus dem Visier verliert. Bringt nicht sonderlich viel. Letztens habe ich versucht, einfach eine hier runterzuschieben. Hat nicht ganz funktioniert. Der hing so auf der Hälfte noch. Also der hing so, ich weiß nicht, der hing einfach fest. Ne? Und wobbelte so hin und her, während ich nach unten gestürzt bin. Was nicht schlimm ist, denn früher war... Okay, der war schon abgefackelt, die Sau. Früher... Vor langer Zeit, also am Anfang von vor 3 Tagen, da war es noch so, dass du, wenn du runtergefallen bist, bist du einfach explodiert. Ja. Auch bei den anderen Spielen, die XFC so am Start hatte, wenn du auf den Kopf gefallen bist, also du wurdest nicht automatisch aufgerichtet, das ist jetzt hier der Fall mittlerweile. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde, aber gut, das ist nicht realistisch hier. Das Einzige an Realismus hier ist ja eigentlich nur, dass du... Mann, was soll das? Ich hab dir nichts getan. Das Einzige an Realismus hier ist ja eigentlich nur, dass du, ja, wenn deine Munition leer ist, einfach nicht nicht aufladen kannst. Du kannst irgendwo aufladen hier. Den könnt ihr vielleicht noch schaffen. Ja, Rache! Scheiße, ich hab gerade versucht, den Namen irgendwie... türkische Armee schon wieder hier. Das hier... Ich sehe den Panzer und denke an Biene Maya. Das sah so nach Biene aus. Läuft ganz gut für uns. Also punktetechnisch, also treffertechnisch. Reißen wir es so. Gut, der Crap Panhard. Ich meine, es ist auch schwierig hier zu sagen, oh, der Panzer ist so und so gut und so. Weil ich habe auch mit, ich sag mal, niedrigstufigeren Fahrzeugen mittlerweile auch bessere Ergebnisse. Einfach weil die eher mehr Munition haben. Klar, mit diesem, was ist das, VBL oder wie das Ding heißt? Mache ich natürlich nicht mehr so viel Schaden, aber ich kann habe natürlich weitaus mehr Munition und kann halt viel schneller schießen. Pass mal auf hier. In Brand geschossen, aber... Okay, ich mache jetzt hier weiter. Noch läuft das nämlich. Du hast ja 10 Sekunden Zeit, wenn du diese Taste drückst. Und erst dachte ich mal, es gilt für den ersten Schuss oder für den ersten Treffer, aber es gilt, solange wie das aktiv ist, kannst du halt die einen in Brand schießen. Das heißt, wenn du 3 nebeneinander hattest... Kannst du 3 anvisieren und 3 in Brand schießen. Es bringt immer ein bisschen Schaden, gerade wenn man auch... Was ist mit ihm hier? Der ist von uns. Jetzt komme ich nicht ran, aber ich bleib mal... Warte mal, nein, 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 nein. Ja, jetzt schaffe ich es doch. Jetzt kann ich wieder schießen. Schon wieder türkisch Army. Der hat auch irgendwie... Der hat einfach Pech heute. So wie ich das manchmal habe. Weißt du, ich fahre irgendwo hin und ständig werde ich angeschossen, kann ich sonderlich viel machen. Was ist er? Das ist ein Kollege hier? Das ist ein Kollege von ihm. Okay, sie versuchen schön auf mich zu schießen. Lass dich überraschen, komm hier. Ich kill hier nix, aber wie gesagt, es geht ja um Punkte. Ah ja, brennen vor dich hin. Lass dich schön grillen da drin. Ich werde beschossen. Wer macht das? Wer ist hier? Terrianer. Okay. Ist das nicht von Star Trek irgendwas? Terrianer? Okay, die kuscheln. Kein Problem. Es sieht sehr gut aus für uns. Also die meisten Runden, würde ich sagen, es ist nicht mehr
so wie früher hier 80-20, also wir sind mittlerweile bei 60-40. Die meisten Runden gewinnen wir noch, aber es kann natürlich sein, dass es immer schwieriger wird. Ich kann den... Jetzt hat man gerade gesehen, bei mir, das war das, was dieser türkische Army, als er hier auf der Brücke war, hatte. Er hat einfach nicht genug Neigung gehabt. Die Kanone hat sich nicht weit genug neigen können, sodass er hätte schießen können. Er hat mich zwar gesehen, deswegen musste er vorfahren, während ich natürlich nur gute Schussposition hatte. Er halt einfach nicht. Ich denke, ich sollte runterfahren. Ich könnte einfach hier runter. Pass mal auf. Ich richte mich sowieso von selbst auf. Ja, oder... Also manchmal ist es so, tatsächlich, da rollt man eigentlich. Und wenn man auf dem Dach liegen würde, man wird einfach wieder aufgerichtet. Ich glaube, die wollen dann einfach nur, dass... übrigens werde ich jetzt mal versuchen, hier zu erobern. Die wollen einfach nur, dass das Spiel am Laufen bleibt. Ja, und nicht Leute ausfallen, nur weil sie... ja, auf dem Kopf liegen hier oder so. Das wäre übrigens... Ich finde den mit am geilsten. Auch so von der Optik her. Das wäre so ein Fahrzeug hier für die Kölner Innenstadt so. Einfach mal schön auch alle wegrammen, ne? Auch mal durch so eine Menschenmenge durchfahren. Ja. War ein Scherz, klar. Ein Scherz, ne? Liebe, Liebe und so ein Scheiß, ne? So. Weniger Schaden als davor. Obwohl ich das Gefühl hatte, ich habe einfach mehr geleistet. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe hier abgerissen wie nichts Gutes. Ne? Okay, aufgestiegen, gibt es wieder Kohle. Kann man eventuell wieder ein bisschen aufwerten. 270.000, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich kriege 400.000 Silber, wenn ich das Turnier gewinne. Ich bin Erster, oder? Ich glaube, Regionalturnier bin ich Erster, Nordrhein-Westfalen hier. So, ihr seht, einfach 340.000 für die letzte Aufwertung. Und dann kommt das ganze andere noch. Manchmal ist es ein bisschen günstiger, aber wie gesagt, ey, die Kohle, die ritt dir durch die Finger hier wie nichts Gutes, ne? Also, du musst sehr, sehr, sehr viel fahren und deswegen nicht für die Fahrzeuge. Stufe 5 hast, kannst du Kommandanten einsetzen, die auch noch ein bisschen helfen. Gut, das war's hier. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.